So, da sind wir wieder. Also markieren wir mal ganz kurz, was hier steht. Tier of the... Und wieder ein Erdbeben. So, hier war Severed Dread. Also abgetrennte Panik oder Furcht oder irgendwas ähnlich Verstörendes. Hier war der Unraveler of Mysteries. Also der Auflöser von Mysterien. Und Games Bane with Head of Steel. Games Bane with Head of Steel. Also der... Wie kann man Bane gut übersetzen? Das kann nicht sein, dass mir nichts einfällt. Nö, fällt mir nichts ein. Also der Feind von Spielen mit einem Kopf aus Stahl. Also ich nehme mal an, es ist irgendeine Waffe, um Jagdwild zu töten. Aber das müssen wir rausfinden. So, hier unten war irgendwo noch... Ne, genau, da die Falltür müssen wir runter. Und dann können wir das Schattenrätsel machen. So, das Rätsel war da, wo sich die Schatten der Fackeln kreuzen. Von da aus soll man ganz stark nach Westen werfen, glaube ich. Da. Also, Ninja-Stern, zack. Oder was, Osten? Osten? Westen? Okay, sammeln wir die Sterne wieder ein. Vielleicht müssen wir sie auch von Hand werfen und nicht von dem Charakter aus. Fehlt hier jetzt einer? Waren das nicht am Anfang 5 gewesen? Also sie kreuzen sich die Schatten von den Fackeln da gar nicht. Die kreuzen sich nirgends, sie berühren sich nicht mal. Können wir die Schatten vielleicht irgendwie... Ne, so berührt sich auch nichts. Nehmen wir die da hinten mal weg. Ändert auch nichts. Okay, suchen wir ganz kurz, ob wir hier irgendwo finden. Stehe, wo die Schatten der Fackeln sich kreuzen und werfe einen Fels mit all deiner Macht in den Osten und in den Norden. Ach so, Osten und Norden. Also ich denke jetzt einfach mal, dass sie sich hier kreuzen. Tun sie zwar nicht, aber es ist zumindest angedeutet. Oh. Oder ist es wirklich gemeint, die Felder? Also von da hier lang und von da hier lang. Hier vielleicht? Na gut, wir probieren einfach alle Richtungen und alle Plätze mal aus. Also nach Osten, wer da lang, tschuck, und da lang. Nö, der Platz war es offensichtlich nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Also den markieren wir, da haben wir schon probiert. Und jetzt müssen wir hier nach Osten. Und nach Norden. Wie auch immer das Spiel das überprüfen will. Da sind ja keine Schalter oder dergleichen. War es aber auch nicht. Das heißt, der Platz war es auch nicht. Das wird eingesackt. 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 So. Das Gitter hier ist verdächtig. Aber hier kreuzt sich eigentlich gar nichts. Okay, vielleicht sollten wir nicht die grafische Darstellung auf dem Spiel nehmen. Also hier kreuzt sich wie gesagt gar nichts. Aber wie würde es sich eigentlich kreuzen, wenn wir eine Lichtquelle haben, die da strahlt? Dann wäre der Schatten ja unendlich lang bis da. Er wird halt nur immer unschattiger. Hier genauso. Das heißt, eigentlich würden sie sich da kreuzen. Wenn wir den Schatten hier verlängern würden. Also stellen wir uns mal hier hin. Und werfen nach Osten. Und Norden. Ha! Also. Man darf das Spiel bloß nicht zu ernst nehmen. Oh.
schwere Rüstung. Und aus dem Set haben wir doch schon was. Die Schuhe nämlich. Schöne Sache. Schutz plus 15. Das ist mal eben doppelt so gut, wenn nicht sogar noch besser. Und er sieht langsam aus wie ein Krieger. Nicht mit seinem komischen Kettendingens da. Ist hier noch irgendwas? Nö. Gut, dann sammeln wir mal unsere Schrücken ein. Da wir ja keine Steine mehr haben, sind jetzt unsere Schuriken die neuen heiligen Steine. Also heilige Schuriken. So, wo wollen wir jetzt hin? Wo sind wir? Da sind wir. Jetzt will ich gerne mal hier wieder rüber. Ja. Stimmt, die Platte geht ja auch noch auf. Also, da was drauflegen. So. Na komm, geh wieder zu. Und jetzt links rum. Hier haben wir vorhin die Secrets gefunden. Also als unser Magier alleine durch die Gegend panisch gelaufen ist. So, Feuerelementar Nummer 1. Hier war noch ein zweites und Dinos und überhaupt... Ah ja, und diese komischen Fliegen, wo waren die? Die waren nicht hier, oder? Gucken wir mal kurz, vielleicht sind die auch respawned. Wenn ja, müssen wir die echt schnell töten. Oh, Stein? Juhu, neuer heiliger Stein. Und eine neue Notiz, die ich aber nicht lesen werde, weil ich ein Feuerelementar höre. Und das will ich erst umbringen. Nicht mit einem Feuerball. So. Komm zurück. So, nee, hier waren die Fliegen nicht. Wo waren die dann? Da war die Rätselkammer. Das sah so aus, als wenn sie wach... Hier könnte das gewesen sein. Stimmt doch. Sah so ein bisschen so aus. Na gut. Hier ist sonst nichts. Die Fackel nehmen wir mal mit. Neues Licht machen wir auch noch. So. Gut, in den Hallen, in dem besäulten Gang will ich nicht wieder zurück. Hier haben wir eigentlich das Rätsel schon gelöst. Das heißt, wir können jetzt oben rum durch, wieder nach oben und da die nächsten Rätsel uns mal angucken. Also was da noch alles so fehlte. Aber wir brauchen irgendwas mit Tränen des Landes. Wir brauchen irgendwas mit Furcht. Was war das andere? Ah ja, irgendeine Jagdwaffe. Also eventuell eine Jagdwaffe. Irgendwas mit einem metallenen Kopf. Für die Statue? Aber wahrscheinlich eher eine Waffe. Naja. Eine schwere schwarze Axt mit zwei schweren Klingen aus geschwärztem Stahl. Assassin's Dagger. Ja, irgendwie könnte es echt sein. Das Blöde ist nur, dass wir viele Waffen haben liegen lassen, weil wir dachten, wir brauchen sie nicht. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ich denke mal, an dem Vierer-Rätsel da unten werden wir noch eine ganze Weile knabbern. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt einen kurzen Schritt mal zurück machen. Den Dreher nicht vergessen. Einen kurzen Schritt zurück machen. Ein paar alte Rätsel lösen. Und hoffen, dass wir dabei irgendetwas finden, was wir später wieder gebrauchen können. So, was war denn hier? Da gucke ich nochmal kurz hin. Hier liegen soll Waffen. Eine Kriegsaxt. Ich nehme jetzt einfach mal alles, was wir so tragen können, mit. Wir können es ja immer noch später wieder woanders deponieren. Was war denn hier alles drin? Ach, das war die Vorratskammer, wo eigentlich nur Müll drin war. Und ein Secret. Ich glaube, das war hier. Pfeil nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Und schmeißen es nachher da in den Raum mit den vier Nischen. Und probieren ein bisschen rum.
So, oh, da fällt mir gerade ein, jetzt wo wir diese tolle Rüstung gefunden haben. Also diesen Brustpanzer, was war das? Kyras of Valor, Valors Mut. Also den Brustpanzer des Mutes gefunden haben. Dann wird der Plattenpanzer, der ein paar Ebenen weiter oben liegt, wahrscheinlich nicht so gut sein. Also der, der hinter dem Gitter war, wo wir nicht rankamen. Wo wir jetzt durch taktisches Runterspringen wahrscheinlich hinkommen. Aber schauen wir mal. Für die Statistiken wird es gut aussehen. Und ja, das wurde mir auch schon mal gesagt. Ich könnte ja mal kurz die Statistiken aufrufen. Wir spielen schon seit 14,5 Stunden. Okay. Menge Monster Kills, Secrets, 42 von 71. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also ich hätte gerechnet, wenn ich jetzt einmal durchspiele, dass wir nicht so viele finden würden. Und wir sind, denke ich mal, noch nicht so weit. Treasures. Das werden diese kleinen Götzenbilder sein. Davon haben wir erst einen. Das ist nicht so viel. Torums Notizen, 10 von 16. Schädel gefunden, 4. Eiren, also Eisentüren geöffnet, 6 von 10. Wir sind schon 22.268 Felder gegangen. Das ist eine Menge. Und 51 Mal Gruben gesprungen. Sehr viele Melee-Angriffe, wesentlich mehr als Zauber. Das kommt jetzt unerwartet. Um 26 Tränke gemischt. Na gut. Für mich das Interessanteste sind wahrscheinlich die Schätze. Weil wenn wir da erst einen von gefunden haben, und der war auch ziemlich versteckt, also musste ein Secret finden, um dann in den Unterbereich zu kommen mit den Schleim und dann da das Ding finden. Also ein Secret im Secret. Und die normalen Secrets natürlich auch. Die Eisentüren werden wir zwangsweise öffnen, damit wir an die anderen Secrets rankommen. Also finde ich das nicht ganz so wichtig. Aber na gut. War trotzdem mal interessant. Mit 42 bin ich echt zufrieden. So, wir sind jetzt wieder hier. Was haben wir hier oben? Hier oben haben wir einen blauen Kristall. Hier war die Spinne, die uns, glaube ich, ausgetrickst hat. Oh, hier war unsere Lagerstätte. Also hier war eigentlich nur Essen drin oder sie waren leer. Nomadenschuhe haben wir ganz am Anfang mal gefunden. Ich denke nicht, dass die wichtig sein werden für das Rätsel da unten. Nö. Und ein Doublé wird auch nicht wichtig sein für das Rätsel. Also das können wir da liegen lassen. So, was haben wir in dieser Etage noch? Hier geht's nach oben, da geht's nach oben. Hier kann man runterspringen, wieder nach oben, ist auch egal. Ich würde jetzt ganz gerne wieder in den Raum da reingucken. Also da, wo wir den Dismantler gefunden haben. Die Fackel schmeißen wir mal runter. Das Ganze machen wir nicht so schnell, weil wir können in die eigenen Blitze reinlaufen. So, nö, hier ist nichts. Gucken wir in den Raum rein. Ah, genau, hier lag... Haha! Goldener Drache. Oh, die Schätze sehen alle anders aus. Das ist ja auch schick. Also eine goldene Götzenstatue und ein goldener Drache. Hm. Was liegt da drauf? Achso, wir haben da wahrscheinlich eine Fackel draufgelegt. Und der Schalter war dann hier für die Wand. Okay. Und sonst ist hier nirgendwo ein Schalter oder sonst irgendwas. Nö. Gut, können wir hier auch wieder raus. Und schon haben wir 2 von 7. Ich sollte echt ein bisschen aufmerksamer sein, was solche Schalter angeht. Aber gerade in dem Raum war es ein bisschen panisch mit den ganzen Blitzkugeln, die uns angeballert haben. Da habe ich nicht so wirklich dran gedacht, was das noch alles auslösen könnte. So. Was war hier unten? Ach, hier waren die ganzen Pilze gewesen, glaube ich. Der Pilzbefall. Hier, keine Ahnung, wirklich viel notiert haben wir auf dieser Ebene auch nicht. Wie schaut es in der nächsten aus? Nö, nur Teleporter. Westmost, hatten wir das eigentlich gelöst, das Rätsel? Ich glaube nicht. Da ist ein blauer Kristall. Hier ist auch nichts, da ist das Essen. Den Wuselgang haben wir gemacht. Hier war noch irgendwas Wichtiges. Das ist, glaube ich, die Schatzkammer. Da könnten wir schon mal einen goldenen Schlüssel benutzen, um die Armbrust zu bekommen.
Und hier ist noch eine Eisentür, die wir noch nicht aufgemacht haben. Das wäre ja schon die zweite Eisentür. Und hier in dem Schalterraum mit den ganzen Gruben war ja auch noch irgendwas, was ich übersehen hatte. Also ja, das können wir auch noch machen. Die Kämpferherausforderung. Stimmt, die können wir wahrscheinlich erst lösen, wenn wir den Gegenstand da gefunden haben. Jedenfalls habe ich das so den Kommentaren entnommen. Also gut, den Gegenstand finden, Kämpferherausforderung machen, die Armbrust holen, gucken, was mit der Eisentür auf sich hat und wenn die offen ist, dann die Notizen da wegmachen. Und irgendwo, genau, da liegt noch unser Brustpanzer. Das heißt, da müssen wir auch noch irgendwie hin. Gut, gut. Jetzt speichern wir erstmal ab, machen einen neuen Cut und in der nächsten Folge geht das Rätsel suchen weiter. LP 73 und bis gleich.